Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um Ausmultiplizieren und Ausklammern. Ich habe hier bereits einen Term mitgebracht und das ist kein Hexenwerk, weil das kennt ihr aus der 5., 6. und 7. Klasse. Hier müsst ihr nämlich nichts anderes wie das Distributivgesetz anwenden. Also, erstmal jetzt auf Pause drücken und selber versuchen rauszubekommen, was es ist. Wir lösen es dann gleich auf. Jetzt auf Pause drücken. Weiter geht's in 3, 2, 1, 0. Ja, es ist eigentlich klar, wenn man das ausmultipliziert, gibt es a mal b plus a mal c. Warum gibt es das? Wir multiplizieren das, was vor der Klammer steht, mit dem ersten Summanden und dann auch noch mit dem zweiten Summanden. Die Rechenzeichen oder Vorzeichen sind davon abhängig, was in der Klammer oder davor stand. Also hier hat man quasi Plus und Plus, das ergibt wieder Plus. Hier haben wir auch Plus und Plus, also ergibt es wieder Plus. Das muss man berücksichtigen. Wenn also in die Richtung gearbeitet wird beim Distributivgesetz, nennt man es Ausmultiplizieren. Und in die Rückrichtung, da nennt man das Ganze Ausklammern. Heißt nichts anderes, ich suche gemeinsame Faktoren, die bei beiden Summanden vorkommen. Hier ist es das A, das in beiden vorkommt. Also kann ich das A vor die Klammer schreiben und das, was übrig bleibt, B plus C, kann ich in die Klammer schreiben. Das ist nur die Rückwärtsrechnung. Ich muss also jedes Mal schauen, welcher Faktor in beiden Summanden vorkommt. Das B kommt nur hier vor und das C nur hier. Dadurch, dass es nur bei einem vorkommt, kann ich es nicht vor die Klammer schieben. Die Aufgabe wäre jetzt bei euch, das hier auch noch abzuschreiben in euer Hefteintrag und dann versucht einmal nach diesen Regeln, die ich jetzt hier oben erklärt habe, hier ausmultiplizieren und hier auszuklammern. Auf geht's, jetzt auf Pause drücken und weiter geht's in 3, 2, 1, jetzt. Bei dem Ausmultiplizieren kann man sich einen Trick machen, einfach die Zweige, die man multiplizieren muss, mal kenntlich machen mit so einem Bogen. Den kann man natürlich handschriftlich machen, muss man nicht so schön eckig, wie das hier bei mir ist. Ich rechne also quasi zuerst minus 2 mal x und dann minus 2 mal minus y. Vorsicht, hier steht ein Minus vor dem y. Und das hier kann ich noch weiter zusammenfassen. Das hier vorne gibt minus 2x und das da hinten gibt minus 2 mal minus y plus 2y. Denn das, was vor dem y steht, ist nichts anderes wie ein 1er minus 1y. Also muss es minus 2 mal minus 1 plus 2 ergeben. Schwieriger wird es hier. Erstmal ausführlich analysieren, was steht denn da überhaupt dran. Hier steht einmal ein minus 6 und hier eine minus 3. Was kommt also bei beiden vor? Bei beiden kommt eine minus 3 vor, denn das kann ich ja schreiben als minus 3 mal 2. Dann analysiere ich das x, das kommt hier im Quadrat vor, hier aber nur einfach. Also kommt bei beiden ein x vor und das y kommt auch bei beiden vor. Also, ich sortiere das jetzt mal so um. Ich schreibe einfach minus 3 mal x mal y, das was ich rausbekommen habe, dass es bei beiden drin ist, vorne hin und das was übrig bleibt noch dahinter. Minus 3 mal 2 gibt minus 6, also muss ich nochmal 2 dahinter setzen. Und x mal x, das fehlt noch hier hinten, da muss ich noch ein x setzen. Das hier ist quasi genau das gleiche wie hier vorne, nur so auseinandergenommen, dass es noch gilt, aber ich bereits erkenne, was ich ausklammern darf. Und da hinten ist es eigentlich recht einfach, weil minus 3 mal x mal y steht schon. Ich habe jetzt hier noch ein 1er ergänzt. Werden wir gleich sehen, warum. Ich nehme das minus 3xy hier raus, dann bleibt in der Klammer beim ersten Summanden 2x stehen. Hier nehme ich ja alles raus, aber wenn ich alles rausnehme, heißt nicht, dass 0 stehen bleibt, sondern 1. Denn wenn ich es wieder zurück multipliziere, muss ja wieder der Teil da hinten rauskommen. Und das geht eben nur, wenn ich hier ein 1er ergänze. Ist ja auch klar, 3 mal x mal y mal 1 gibt das Gleiche. Würde ich hier eine 0 hinschreiben, ergibt das Ganze 0. Also wird es nicht mehr zu dem zurückzuführen sein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Was haben wir also heute gelernt? Wir wissen, was Ausmultiplizieren und Ausklammern ist. Man muss einfach höllisch aufpassen. Besonders beim Ausklammern erst analysieren, was kann man vor die Klammer setzen und dann vor allem bei den Vorzeichen Acht geben. Einfach üben und jetzt erstmal einen Hefteintrag vervollständigen.